So, ich möchte euch auch eine Geschichte zum Thema Osterlachen erzählen. Die habe ich auch in mein Buch geschrieben und ganz streng genommen ist diese Geschichte von meinem Schwiegervater. Der wird 89 Jahre alt und hat natürlich die alten Zeiten in der Kirche noch erlebt, als man sich kaum frei bewegen durfte. Irgendwann hat mal ein Freund von ihm laut Hallo gesagt auf dem Weg zur Kommunionbank und das ging alles damals gar nicht. Er erzählt aber, dass sich die Jugend damals einmal in den Kopf gesetzt hatte, die Passionsgeschichte Jesu mit Laienschauspielern aufzuführen. Da ist der Pfarrer einverstanden gewesen. Es wurde lange geprobt. Das Problem war aber, dass Jesus total nervös gewesen ist, schon während der Proben. Und deswegen wurde seine Rolle und sein Text auf ein Minimum reduziert. Die Truppe hatte es sogar geschafft, die Kreuzigung einigermaßen realistisch hinzukriegen. Wie, weiß ich nicht. Aber man stellte sich jetzt die Osternacht vor. Jesus ist am Kreuz und jetzt kommt die Hauptszene. Erster Satz. Siehe. Dein Sohn, siehe, deine Mutter, hat geklappt, Gott sei Dank. Zweiter Satz, ich habe Durst. Wunderbar. Vor dem dritten und letzten Satz bekam Jesus dann einen Schwamm an seinen Mund geführt, breitete die Arme theatralisch noch weiter aus. Er sah bedeutungsschwanger die versammelte Gemeinde und seine mit ihm fiebernden Freunde an und sagte dann die Worte, es ist prachtvoll. Ende, nichts ging mehr. Also mein Schwiegervater hat mir nie erzählt, was mit dem Typen passiert ist, aber er hat halt einen total mega Versprecher gemacht und statt vollbracht, prachtvoll gesagt. Ich glaube ja, dass er die Gemeinde sofort am gleichen Abend verlassen hat und nie wieder zurück an den Niederrhein gekommen ist. Mein Schwiegervater kichert immer ganz leise vor sich hin und wenn er die Geschichte erzählt, hat er so viel Spaß und so viel Freude, als wenn er sie das erste Mal berichten würde. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß damit.